Hallo, herzlich willkommen zum Besuch in der Vogtland Arena in Klingenthal. Falls jetzt einer bei diesem Anblick denkt, Gott, das will, dann renne ich da nicht hoch. Brauchen Sie keine Angst zu haben, hier können Sie rauffahren mit dieser Bahn. Bei jedem Besuch fahren wir dort hoch. Jeder möchte dort einmal rauf. Deswegen wünsche ich ein bisschen Geschmack darauf machen, dass das sehr schön ist. Und auch kein klein bisschen Abenteuer. Nun geht es auch los. Es wackelt zwar ein wenig am Anfang, aber das ist nicht weiter schlimm. Zu Ihrer Sicherheit sei gesagt, dass die Wagen unten Raster haben, die sich in diese Zahnstange einrasten, falls irgendwie doch mal das Seil reißen sollte, so dass es nicht rückwärts läuft. Manchen wäre der Aufstieg fast unmöglich, deswegen muss man froh sein, dass diese Bahn gebaut wurde, die natürlich auch wie hier jetzt eben an Haltestellen hat für Kampfrichter und für Offizielle natürlich. Erreichen wir gleich die Stelle zum Aussteigen und man kann dann entweder die Treppe hoch oder einen Aufzug benutzen, um nach oben zu kommen. Für mutige Menschen sei diese Treppe empfohlen, die sehr hoch geht. Die anderen können diesen Aufzug benutzen, der langsam nach oben gleitet und der auch eine wunderschöne Aussicht hat. Guck mal, wie hoch wir sind. Hat jemand Angst? Nein! Ja! Ich auf jeden Fall. Aber ich gib's nicht. Nun haben wir die oberste Station erreicht und haben einen wunderbaren Überblick über die nähere Entfernung geben. Das ist der Aschbergstadt im Hintergrund. Oben drauf ist übrigens ein wunderbarer Aussichtsturm auch und eine Jugendherberge. Von links kommt jetzt gleich die Aufenthaltsplattform für die Springer und so, wenn kein Springer ist, auch für die anderen Leute, wo sich die Springer aufwärmen können und warten bis sie dran. Natürlich ist sie immer voll. Deshalb musste ich natürlich erst warten, bis ich mal an die Scheibe vor konnte. Und so sieht man denn von oben runter. Ich bewundere Menschen, die dort hinuntergehen können und keine Angst haben. Denn die Stufen kann man auch durchspringen. Und hier ist ein Blick immer, ich halte die Kamera nur vom Fern über den Brückengeländer. Aber für andere ist das eben ein großes Gaudi. Ja, Elle, Evi macht noch Fotos. Kommt doch her. Was ist unser Fotograf?
Nun beginne ich wieder mit der Abfahrt, mit dem Aufzug. Nochmal ein Blick in die Ferne und auch nach unten. Da sieht man auch schön, wie die Bahn ankommt. Da steht unten gerade ein Wagen. Da geht es dann auch wieder runter. Und für alle, die nicht genug kriegen, nochmal ein Blick zurück, um die Höhe zu zeigen, die man vom Fern überhaupt nicht sieht, dass das so hoch ist. Und hier kommt unser Wagen, der uns dann auch wieder zurückbringt. Beziehungsweise einer von denen. Und je länger die Fahrt geht, umso mutiger werden die Kinder. Hier, wir haben gute Laune. An der Geräuschkulisse sieht man, dass die Bahn gut besetzt ist und auch jeder seinen Spaß da hat. Ja, er wächst da mehr von den Kindern. Und jetzt sieht man gleich auf der rechten Seite nochmal der Kampfrichterturm, der auch sehr schön zu der Anlage passt. Und die freudige Schreie hinter uns. Nun nähern wir uns langsam dem Ende. Man sieht unten schon die Station, wo man aussteigen muss. Und aber es ist wirklich so, es ist sehr schön. Alle Achterbahnen fahren, aber nicht so eine schlimme, aber trotzdem. Ich hab die haben gelacht, ich hab mich festgehalten. Wir denken drüber nach. Hier ist sozusagen jetzt das Ende. Dort muss man aussteigen. Und wir fahren wieder mal. Und damit jeder weiß, wann auf ist und wann sich lohnt herzufahren, habe ich hier mal den kleinen Ausschnitt reingetan.